Oh mein Gott, was? Was gibt's? LOL, oh mein Gott, okay, neuer Brawler. Also ich bin gerade so geflasht, so eine Art von Brawler kann man doch nicht. Was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Pookie. Schön, dass du wieder dabei bist und heute gibt es mal wieder eine neue Folge Brawl Stars. Was geht ab, Leute? Ich bin hier gerade in Stuttgart, also nicht wundern, und ich bin extrem müde, weil ich gefühlt gar nicht gepennt habe, aber ist auch nicht so schlimm. Wir gucken uns jetzt live den Brawl Talk an, Leute. Wir haben jetzt Ewigkeiten gewartet auf ein neues Update. Die Premiere startet gleich. Wir haben hier gerade schon fast 200.000 Leute, die hier zugucken. Hashtag Starpark, Brawl Stars, Brawl Talk, welcome to Starpark, Gift Shop, Colette and more. Ich schätze mal, Colette wird der neue Brawler sein, weil der neue Brawler steht eigentlich immer im Titel und es geht jeden Moment auch schon los, Leute. Davor würde ich euch drum bitten, wenn ihr euch auch so auf den Brawl Talk freut oder gefreut habt, dann lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da, abonniert den Kanal auf jeden Fall kostenlos und aktiviert die Glocke, denn die Tage werden auf jeden Fall wieder exklusive Videos kommen, die ihr vor allen anderen seht, vor dem Update vermutlich, weil Supercell gibt ja immer den Influencern die Möglichkeit, schon auf dem Developer-Bild die ganzen Sachen zu zocken und ich freue mich schon extrem drauf. Es startet gleich, es sollte eigentlich im Moment losgehen und ich bin mega, mega gespannt, Leute. Oh mein Gott, was wird uns jetzt erwarten? Ryan hat schon gesagt, es wird ein Mini-Update. Ich hoffe einfach, dass mich das Ganze nicht enttäuscht. Wir haben auf jeden Fall, so wie es aussieht, einen neuen Brawler, weil das, was hier in der Silhouette, in dieser schwarzen, zu erkennen ist, ist auf jeden Fall ein neuer Brawler und kein Skin oder so, weil, also könnte ein BB-Skin sein, aber oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, der Countdown sieht schon mal sehr, sehr nice aus. Ich feiere das immer, also Brawl Stars hat hier ihre personalisierten Premieren-Countdowns und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr geil. Was wird das sein? Das wird was mit dem Gift-Shop zu tun haben, schätze ich mal. LOL, habt ihr es gerade gesehen? Da war so ein WLAN-Zeichen. Okay, was sehen wir hier im Hintergrund? Vielleicht können wir da schon irgendwas erkennen. Wir sehen auf jeden Fall ja, ein paar Regale mit ganz, ganz vielen Brawl Stars-Accessoires oder Items. Wir sehen diesen Hut, den wir auch bekommen haben im Paket. Eine Megabox, einige T-Shirts und irgendwie Jessys Rucksack ist das, glaube ich. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Hier rechts haben wir noch ein Max Energy T-Shirt und ein Ems T-Shirt, so wie es aussieht. Spike haben wir auch ein T-Shirt, Poco-Masken, also wirklich alles Brawl Stars bezogen. Und ganz, ganz links haben wir den scheiß Boxer, Alter. Mega geil. Also, Leute, ihr wisst Bescheid. Übrigens, am 15.09. um 18 Uhr kommt unsere erste Mode-Kollektion raus. BXER, und zwar der Drop 1. Gönnt euch das auf jeden Fall, wenn ihr Fashion interessiert seid, dann schaut vorbei auf Instagram, BXER Clothing, seht ihr auch hier eingeblendet. Einfach mal ein Follow da lassen und geht auf jeden Fall auf die Website um 18 Uhr am 15. Und wenn ihr Bock habt, euch was zu holen, dann macht das. Und what the fuck, wie verglitscht ist diese Zeit hier? Also ich bin echt gespannt. Okay, oh mein Gott, was war das, Digga? Die Zeit ist die ganze Zeit verglitscht. Oh mein Gott, holy shit, wie geil sieht dieser Countdown aus. 5, 4, 3, 2, 1 und es geht los. Es geht los, ich bin so gespannt. Holy shit. Hello and welcome to Brawl Talk. Ryan, did you shrink us again? Of course I did. We didn't want to leave you empty-handed for September, so we've brought you a mini-update. Ein Mini-Update, new Brawler. Oh mein Gott, was? New Skins? And? Ich bin mega gespannt. This season is going to be all about a gift shop, which leads us to the new chromatic brawler, Colette. Colette is a cashier. Colette, lol, oh my god, okay, neuer Brawler, Leute, ist am Start. All kinds of brawler items, and she's close to her favorite things in the world, the brawlers. She's Piper's and Spike's biggest fan. At a certain point, that starts get a little creepy, like almost like Stalker, I guess. And her main attack is really interesting. This is a mechanic we have never done before. Digga, das sieht, also der Brawler sieht so interessant aus. Ich bin echt mega gespannt. Health. So if she's attacking someone like El Primo, she'll do a lot of damage. But if she's attacking someone with a tiny bit of health, she'll do a tiny bit of damage. Krank, okay. Also, desto mehr Leben der Gegner hat, desto mehr Damage macht der Brawler. And what's interesting about her super is that it's kind of similar like Boo. She runs across the map. LOL. She returns to the starting point after that. Was? Wie OP? On the way gets damage. Holy shit, also die Ulti sieht echt krank aus. We're of course getting Gift Shop skins. Gift Shop? Was ist Gift Shop? Using Gift Shop items. Sandy's newest skin will be called. Was? Wie geil! And Ems will be super. Oh mein Gott, Ems bekommt nochmal einen Skin. Spike? LOL? Was?
Now for the best skins, drei neue Spike Skins. Skin. Oh mein Gott, okay, der sieht geil aus. Was? Okay, die Skins sehen ultra geil aus. Two more, we have Lunar Sprout for the Moon Festival in Asia, as well as El Atomico. LOL! Der scheiß Boxer bekommt einen neuen Skin. Gift shop yes, oh mein Gott, wie geil. Star Park Team Tutorial, so we can welcome new players. Star Park? Was passiert jetzt? LOL, was ist das? LOL? Minna, doko e mukatte ru no ka tte? Go setsumei shimashou. Invest in the future, okay? Also ich bin gerade so geflasht, so eine Art von Brawl Talk hatten wir noch nie, richtig mysteriös. Aber was hat es mit Star Park auf sich? Ich verstehe es nicht. もう少し近くへ。ああ、近すぎ。投資をご検討中の皆さん、スターパークへようこそ。スターパークがどんな場所かって？もちろん、ユートピアですよ。喧嘩や争い事とは無縁の娯楽の世界です。悪いことなんて何一つ起きませんからね。 一度お越しいただければ誰もが病みつきになります。皆さんのご協力があればスターパークは幸せの輪を広げて幼い日の心の傷だって癒すことができるでしょう。いや、子供たち、お見せしたいものはまだまだあります。 What the fuck, Alter? Star Park. Kono Maho no Yona Kukan niwa, Jugioin no Chito Ase to Namida ga Sotogi Komare Teimas. Ich bin so verwirrt, Alter. Ich check gar nicht. Namida. Taksan no Chi. Lol? Hat er. Digga, ich versteh's nicht. So. Gänsehaut, ne? More real than anything you can imagine. Sozo-suru-no-wa-koko-made-kodou-ni-utsu-nara. Also, es ist halt so verstörend, Alter. Mahou-ga-koko-ni. Das sieht einfach nach neuen. Noch im neuen Environment aus. Save neue Maps. Okay, das ist geil gemacht. Er ist gerade in diesem Building anscheinend. Star Park Dewa, Tete Kandi Sareta Technology Niori, Inasan no Kairak ya Genso no Akunaki Yokubo Kanai Tsukemas. Itsmono Battle View. LOL? Bali in real life einfach mal. ファン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 ファ
投資家の皆さん聞いてください。私はもう我慢できません。スターパークはまさに一生一度の投資チャンスです。皆さんの言い訳なんてどうでもいい。お金にはもう興味ないんですか？成功するのが怖いんですか？そして投資家の皆さん、幸せを阻むもね。そして最後にはもう全く意味を持たない。この絶好の投資の機会を逃す手はありませんよ。どうぞ。今日こそ幸せに目をつけて。Also, ich würde da gern grad was dazu sagen, aber ich bin einfach nur maximal verwirrt. Was ist das?Das ist einfach wie so ein alter Film aufgebaut. Mega, mega nice. Also wenn es diesen Park wirklich gibt, ist es einfach nur krank. And this update also includes some quality of life changes. For example, you can now turn off bots and friendly matches. Oh mein Gott, wie geil! Also getting a free theme package in the Brawl Pass. Plus a new match end screen that looks great. Okay. We are getting new maps and also the return of old classic ones. That's all for this mini nice. Update. Thank you for das watching. War's. Don't Aber forget zeigt, to subscribe jetzt, zeigt and we'll see maps. Next time okay. in October. Und wir sehen uns wieder im Oktober. Das finde ich schon mal geil. For this moon-related event. Okay, das war's. Ich gebe jetzt mal kurz meinen Senf dazu ab. Also ich war gerade mega, mega verwirrt. Ich sag's euch ganz ehrlich, weil what the fuck war dieser kleine Kurzfilm da, der reingeschnitten wurde? Der Brawl Talk ist einfach mal fast 9 Minuten lang und dieser Kurzfilm war halt eigentlich für nichts. Also ich habe daraus nichts lesen können oder verstehen können. Ich habe keine Ahnung, was es jetzt mit dem Giftshop auf sich hat. Auf jeden Fall zusammengefasst. Bekommen wir einen neuen Brawler, seht ihr auch gerade eingeblendet. Ganz, ganz viele neue Skins seht ihr auch gerade alle eingeblendet. Also sehr, sehr wild. Auf jeden Fall, die Skins feiere ich unnormal. Ich feiere diesen Poco-Skin, also den Kevin-Skin, richtig krank. Und ich feiere den Atomic Boxer. Alter, der ist ja ultra geil. Also so ein richtiger, richtig, richtig nice Skin. Also wenn ihr euch irgendwas holen wollt vom Update oder dem Brawl Pass, gerne mit Creator-Code Pookie, ihr wisst Bescheid. Ja, das heißt, wir sind durch. Gift-Shop wurde jetzt noch nicht so ganz erklärt. Ich bin mega gespannt, was da passieren wird. Und dieser Star-Park, ich frage mich halt, ist das Ganze animiert oder bauen die gerade wirklich irgendwo in Asien so einen Park auf, so einen Freizeitpark, so einen Vergnügungspark? Das wäre halt auch ultra lit. Ich würde direkt hinfliegen, also Retalk, wenn das mit Corona möglich wäre. Ich wäre der Erste, der dort wäre. Also, Leute, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach ultra, ultra heftig. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Lasst gerne ein kostenloses Abo da. Die nächsten Tage werden auf jeden Fall spannende Videos zum Update kommen. Und ich bin gespannt, wann das Update kommt. Und ich habe schon mal die Info jetzt hier rausgehört, dass es den nächsten Brawl Talk vermutlich wieder im Oktober geben wird. Also im nächsten Monat. Sehr, sehr nice Sache, Leute. Wir sehen uns. Bis dann noch rein und ciao.